Jo Leute, hier ist mal eure Kaipiwan. Ich zeige euch heute einen neuen Glitch extra für euch. Ihr müsst zu LSK Med gehen. Ja. Zweitens, ihr braucht diesen Fahrzeug ZR380 in der Arena-Werkstatt. B2, B1 oder B3. Ich zeige euch dann später. Einfach reinfahren. So, jetzt seid ihr hier und ein bisschen rumschauen, wo ihr seid, dass ihr nicht vergisst, wo ihr später hinlaufen müsst. Einsteigen. So, vier drücken, dann Teststrecke drücken und dann alleine beitreten. Das ist ganz easy. So, jetzt seid ihr einfach hier. Handy anmachen. Einmal anrufen Simon. Drückst du drauf. So, und dann kommt die Mission von dem. What's up with you, my friend? Mission anfordern. Sure, my friend. I'll send you the details. Bisschen kurz warten. Ganz kurz warten. Bis der Handy klingelt. Simon hat geklingelt. Und jetzt. Hier ist die Mission. So, jetzt müsst ihr ein bisschen vorfahren. Dann den Kreis nehmen und dann hier reinfahren, in diese rausfahren wieder. Aber nicht rückwärts fahren, sondern so gerade reinfahren. Und dann, wenn sie da drinnen seid, einfach X spammen. Reinfahren, reinfahren, reinfahren und jetzt X spammen. So. Und jetzt, wenn das so blinkt, ist das erste Glitch schon mal fertig. Dann macht sie auf Beenden. Und dann macht sie auf Ja, auf X. So. Und jetzt seid ihr schon mal ein bisschen hier, so mal ein little bit geglitscht. Und jetzt müsst ihr euer Fahrzeug finden. Ja, weil ihr könnt es ja in der Map jetzt ja nicht sehen. Und ich habe ja vorhin ja gewusst, wo ich geparkt habe. Genau, da habe ich geparkt hier. So, und dann wieder X und Kreis drücken. So, jetzt müsst ihr zu der Arena fahren, Leute. Das ist sehr wichtig. Die Arena befindet sich hier oben. Ja, ihr müsst Arena haben. Ja, müsst ihr von da auf da hinfahren. Jo, bis gleich. So, Leute, jetzt seid ihr auf die Arena. Jetzt müsst ihr mit der Arena, wo ihr euer Fahrzeug habt. Mein Fahrzeug habe ich von Ebene 2 geholt. Ja, so, Parkgarage. Garage-Ebene 2 drauf drücken und dann, wenn das blinkt, wenn das anfängt zu blinken, Dreieck drücken halten, ja, Dreieck gedrückt halten und dann kommst du so raus, ja, so. Und woher weiß ich jetzt, dass ich verglitscht bin, ja, dann müsst ihr auf eure Inventar Touchpad und auf Inventar drauf drücken, dann müsst ihr das Fahrzeug, das Mini-Fahrzeug LZ Bandito anfordern. Ja, so. Und dann einfach aussteigen. Und wenn es flimmert, genau so, dann seid ihr verglitscht. Ja, ich hoffe, den Stream hat euch gefallen und den Glitch auch, Leute. Lasst gerne Likes da und ein Abo da für die nächsten Videos. Ja. Und Dankeschön, euer KP1 Leute, haut's rein, nicer Dicer.